old Spandau morning, another little child is born in the ghetto. Geil, das ist. Yo, hi Onliners, wir haben den 28.01., den 28. Januar 2012. Es ist Samstag, es ist immer noch grau. Immer noch sitzen Raubvögel auf irgendwelchen Bäumen. Und wir sind fast auf dem Weg, A, Medikamente zu holen und B, einzukaufen und C, Brötchen zu holen, damit wir endlich frühstücken können. Und da ist es Schnuffel. Schnuffel sucht Rezepte. Weil wir nämlich wieder kochen dieses Wochenende. Aber wir wollten ja auch noch mal. Und jetzt kicken wir noch einen anderen. Und zwar? Jamie Oliver waren sie doch ins, das, was wir hatten. Und dann hatten die doch was mit Pasta und Pastinaken, wo sie ganz heiß drauf waren. Da muss ich noch mal ganz kurz kicken. Schnuffel hat Seile in der Tasche. Ja, ihr vermutet richtig. Dies Wochenende wird gekocht wieder. Aber nicht so ganz so aufwendig oder groß wie letztes Wochenende. Aber durchaus lecker. Hoffentlich. Aber die Angriff auf den Gemüsehändler. Guck mal nämlich, ob der jetzt auch noch Pastinaken hat. Ey, jetzt kaufen wir alles. Wir kaufen alle Pastinaken auf, die gibt. Ja. Und dann legen wir die in den Sand, ne, Schnuffel? Ja. Haha, Hauptsache Vorrat, Hauptsache haben. Ja. Ja, wir haben noch Pastinaken gekriegt, aber die haben immer noch so viele. Wir haben es nicht geschafft, es aufzukaufen. Also ehrlich? Die Frauenunion hat eine unglückliche Abkürzung. Die stehen da hinter mir an dem Schirm. FU Ausrufezeichen? Fuck you? Bin ich ja gespannt, ob ich jetzt mit dem Bus nach Hause fahren darf. Sowas ist doch totaler Unsinn. Statt da einfach wieder so eine Gehwegplatte einzusetzen, da erstmal so Teer reinzumachen, das ist doch total bescheuert. Boah, wieder zu Hause. Es ist 12 Uhr und jetzt wird gefrühstückt. Und dieses Wochenende müssen wir vielleicht mal gießen. Alter, der Pfennigbaum blüht jetzt richtig. Dauert ewig, bis die offen sind, die Blüten. Das sieht gut aus. Na denn, wollen wir mal unser selbstgemachten Sweet Dumpling probieren. Zum Frühstück. Also ich habe unsere orangen Kürbismarmelade, die wir gemacht haben, gerade probiert. Und muss sagen, die ist echt lecker. Also ich verlinke mal irgendwo das Vlog dazu. Hier. Das ist echt. Also ist ein Tipp. Mhm. Schnuffel? Mhm. Nicht zu süß, ne? Nee, stimmt. Schön, die Apfelsinen kommen schön durch. Mhm. Auch den Sweet Dumpling schmeckt man dazwischen. Also lecker. Ja, wie angekündigt, ne, gibt es ja wieder was zu essen. Da gibt ja immer irgendwie was zu essen. Und diesmal gibt es Pastinakengratin mit Paranuss und Petersilie. Und ja, dann holen wir erstmal das ganze Zeug zusammen. Und das Coolste ist, das steht zwar eigentlich nicht im Rezept, aber dazu gibt es ein Rindersteak. Ja, und für das Gratin, ne, haben wir alles hier, brauchen wir natürlich die namensgebenden Pastinaken, einen bunten Petersilie, dann Paranüsse, brauchen ein bisschen Ei, Milch, Senf, Salz, Pfeffer, ein kleines Stück Parmesankäse, die Steaks gibt es dazu, die gehören nicht mit zum Gratin und ein bisschen Zucker oder Fruchtsüße. Ja, das Ganze geht erstmal los, damit dass wir die Zwiebeln würfeln müssen und die Pastinaken sauber machen. Ja, Schnuffel ist gerade dabei, die Zwiebeln zu würfeln. Und eigentlich sollen die Pastinaken geraspelt werden. Aber wir haben uns überlegt, dass wir die hobeln, weil das vielleicht schöner aussieht für den Auflauf. Ja, und mit den Paranüssen ist ganz lustig. Da muss man nämlich mit dem Sparschäler. Es klappt nicht. Doch, klappt. Muss man nämlich so. Hobeln, so Dinger machen. Problem ist, man kann sie nicht festhalten. Pfanne haben wir auch schon am Start. Bisschen Olivenöl rein und dann die Zwiebeln. Wenn die Zwiebeln glasig sind, was wir ja gleich sehen, dann kommen die Pastinaken dazu und werden 2 Minuten mit angebraten. Auch wenn es so aussieht, aber das ist kein Käse, das sind unsere geriebenen Pastinaken. Also wir haben sowohl geriebene als auch in Scheiben geschnittene, weil wir uns nicht einigen konnten. Also wenn ihr eine unbeschichtete Pfanne nehmt bei den Pastinaken, seht bloß zu, dass ihr genug Öl da drin habt. Nach dem Anbraten nimmt man es raus aus der Pfanne und lässt es kalt werden. Und Schnuffel, das Angebratene, wie schmeckt es? Wie Schwarzwurzel. Hm, lecker, ne? Schnuffel hat derweil schon unsere Petersilie gehackt und
gehört mit Paranüsse, Salz, gemacht. Zucker und Pfeffer gemischt. So, genau. Jetzt kommt hier Zucker und Salz. Kommt in die Paranussraspeln. So reicht, ein Viertel, ne? Denk dran. So, jetzt kommt noch Salz da dran. So, und in die gewürzte Paranussmischung kommen die Petersilien. Hackpetersilie. Gehackte Petersilie mit rein. Ja, und wenn das da abgekühlt ist, dann kommt das da drunter. Ja, da können wir ja schon mal unser oben drüber Gießzeug machen. Sprich, die Milch mit dem Senf und den Eiern verrühren. Ich mach mal den Ofen schon an. Der muss nämlich auf 170 Grad vorheizen. Das sind schon fast 40 Gramm. Ich mach mal. Alter, dieser italienische Hartkäse, der fordert ja vollen Körpereinsatz. Jetzt musst du nur noch gerieben kriegen, Schnuffel. Ja, hier verquirlte Milch mit Ei muss man natürlich auch noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer abschmecken. Pfeffer brauchen wir nicht mehr, weil wir haben Dijon-Senf mit grünem Pfeffer und Weißweinessig drin. Und die Pfeffernote kommt schon durch. Den Parmesan da rein. So, jetzt tun wir das damit rein. So, die Ofenform habe ich auch schon mal mit Butter gebuttert, ausgestrichen. Und Schnuffel mischt noch das Zeug. Das kommt dann da einfach rein. Probiert haben wir es auch schon so ein bisschen ablecken, löffelmäßig. War sehr lecker, ne, Schnuffel? So, jetzt musst du das noch glatt streichen, Schnuffel. Musst du noch platt machen. Mach mal glatt. Ich bin ja gleich dabei. Ja, jetzt kommt das Zeug da drauf. Willst du schütten? Zeug nochmal, warte mal. Ja, rühr es nochmal durch. Ja. Gleichmäßig verteilen. Die Kette, dachte, verteilt sie von alleine gleichmäßig, aber siehst du ja, macht sie ja auch nicht. Ja, vielleicht hätte ich es nicht ganz so festdrücken sollen, wa? Da kannst du es ja mit der Gabel ein bisschen auflockern. Du hast es glatt gedrückt, ne? Nicht nur glatt gestrichen. Ja. Oh, es blubbert. Und nachdem wir es ein wenig gelüftet haben und die Soße auch dazwischen gelaufen ist, kann es in den Ofen für eine Dreiviertelstunde. Ja, Dreiviertelstunde, ey. Das ist doch alles schon ruhig. Naja, dann machen wir eine halbe. Aber denk dran, die Milch muss auch verkochen. Wollen wir erstmal eine halbe machen? Ja. Ja, für die komplette Menge ist es halt eine Dreiviertelstunde. Gut. Wisst ihr? Rock das. Vor sich hin. Ja. Wenig spektakulär, steht im Ofen und hängt da bei 170 Grad ab. Ja, und dann müssen wir nachher noch Steak braten. Aber das ist ja anbraten, beide Seiten rausholen, Aluminiumpapier einwickeln, liegen lassen. Ja. Werden ja quasi nur geküsst hier und dann kommen sie in die Alufolie. Und? Sieht ja schon wieder noch mehr lecker aus. Ja, hoffentlich wird das eine nicht zu trocken. Da sind sie drin, Unsere angebratenen Steaks. Und da macht Schnuffel den Wein auf. Na, guck mal, wie lecker. Schnuffel hat es schön gemacht. Haben wir schön gemacht. Genau. Jupp. Und damit präsentieren wir das Endergebnis. Steak, aber vor allem geht es um den Pastinaken oder das Pastinakengratin mit Petersilie und Paranusskernen. Ja, also das sieht nicht nur gut aus und riecht nicht nur lecker, das schmeckt auch noch lecker. Mhm. Ne, Schnuffel? Total lecker. Mit diesen Paranüssen dazwischen? Das ist echt lecker, ja. Wir werden unser Essen noch essen, uns einen schönen Abend machen und sagen Tschüss. Tschüss, Schnuffel. Sagt sie.